Wie kann ich bloß besser auf mein Bauchgefühl hören? Diese Frage wird mir oft gestellt. Hey, hallo, ich bin Melanie und heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Inside Out, dem Podcast für Unternehmerinnen, die die Nase voll haben vom Höher, Schneller, Weiter. Hier geht's um tiefer, entspannter und wahrhaftiger. Um Business, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Lass uns mal hinter die Kulissen schauen, nach innen. Denn mein Motto lautet, wahrhaftiger Erfolg kommt von innen. Los geht's! Und weißt du, das Bauchgefühl ist ja auch so schwer greifbar. Das ist irgendwie so ein intuitives Gefühl oder eine Empfindung, die aus dem Körper heraus entsteht und sich eben oft im Bereich des Bauches manifestiert. Es ist so schwer greifbar. Und das wollen wir Menschen doch immer, oder? Wir wollen eine sofortige und möglichst greifbare Erklärung. Und ja, eine Eingebung oder innere Stimme, wie man das Bauchgefühl ja auch oft bezeichnet, ist schwer greifbar. Und um mal ein bisschen vom Verstand wegzugehen, habe ich dir im Anschluss, also am Ende dieser heutigen Folge, eine Hypnose aufgenommen, damit du dich mal besser mit deinem Bauchgefühl verbinden kannst und einfach mal direkt spüren kannst, was es bedeutet, dich mit ihm zu verbinden. Okay, das Bauchgefühl. Es kann uns auf eine subtile Weise Informationen über uns selbst, über unsere Umgebung und andere Menschen vermitteln, die wir auf andere Weise vielleicht gar nicht wahrnehmen würden. Es kann uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem es uns auf wichtige Details aufmerksam macht, die wir sonst möglicherweise übersehen hätten. Und ja, vielleicht sagst du jetzt, ja, das habe ich schon mal gemacht und dann habe ich trotzdem die falschen Entscheidungen getroffen. Ja, natürlich, das kann sein. Denn weißt du, unser Bauchgefühl, das beinhaltet ja auch all unsere Prägungen, all unsere Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben. Und das wird natürlich abgeglichen. Und wenn du schon einmal die falsche Entscheidung getroffen hast, die wir alle schon getroffen haben in unserem Leben, die wir übrigens immer über die positiven Dinge ziehen, so sind wir Menschen, komischerweise, dann ist auch all das in dir gespeichert. Und dennoch kann ich dir nur ans Herz legen, dich immer wieder mit deinem Bauchgefühl zu verbinden und wirklich zu lernen, darauf zu hören und schnellere Entscheidungen zu treffen, die für dich sind. Und dazu kannst du auch die Verbindung zu deinem höheren Selbst nutzen, zu deiner Seele, zu dieser universellen Energie, die uns alle umgibt. Denn wenn wir diese Verbindung stärken, dann können wir unser Bauchgefühl viel besser wahrnehmen und auch lernen, darauf zu vertrauen. Kurz zum höheren Selbst. Das ist ein Konzept, das in vielen spirituellen Traditionen vorkommt. Das wird oft als eine höhere Dimension unseres Bewusstseins beschrieben, die sich jenseits unseres Egos und unserer begrenzten Persönlichkeit befindet. Das höhere Selbst wird als die Essenz unseres Seins angesehen, die unsere tiefste Wahrheit, unser höchstes Potenzial und unsere Verbindung zur universellen Intelligenz verkörpert. Das höhere Selbst wird auch als eine Verkörperung von Liebe, Mitgefühl angesehen und ja, es kann uns helfen, unser Leben auf eine sinnvolle und sehr verbundene Weise zu führen. Es wird auch oft als innerer Lehrer betrachtet, der uns dabei helfen kann, unser volles Potenzial zu entfalten. Und ich nutze die Hypnose, um das höhere Selbst anzusprechen und um Führung und Unterstützung für meine Kunden zu bitten, dass sie dann natürlich selber fühlen. Um besser auf dein Bauchgefühl zu hören und deine innere Stimme wahrzunehmen, kommst du nicht drum rum, dass du dir Zeit für dich nimmst. Oh, welch Erkenntnis. Ich sag's dir hier aber trotzdem nochmal. Wenn du weiter immer so hasselst in deinem Alltag und dann darauf hoffst, dass die innere Stimme einfach zu dir spricht, dann muss ich dich leider enttäuschen. Nimm dir bitte Zeit für dich, wo du auch die Stimme wahrnehmen kannst, die aus deinem Innern manchmal ganz leise dir zuflüstert. Wenn du dich entspannst,
einen Ort suchst, wo du auch wirklich Entspannung möglich ist und du brauchst nicht immer eine halbe Stunde dafür, was für manche schon echt viel ist. Da reichen 5 Minuten. Dann atme mal tief ein und ruhig aus. Konzentriere dich auf deinen Körper und spür einfach mal, wie er sich anfühlt. Und wenn du magst, mach das gleich mal mit. Im Anschluss kommt ja auch noch eine Hypnose. Aber spür doch mal rein in deinen Körper. Vielleicht spürst du eine bestimmte Spannung oder auch eine Entspannung an einer bestimmten Stelle im Körper. Nimm diese Empfindungen einfach mal wahr, ohne sie zu bewerten oder zu interpretieren. Vielleicht spürst du eine bestimmte Energie oder ein Gefühl von Stärke oder Schwäche in deinem Bauchbereich. Und wir sind so schnell dabei, diese Empfindungen zu ignorieren oder zu verdrängen, zumindest die schwachen Gefühle oder ja, das, was wir als Schwäche betrachten. Und allein diese Übung kann dir helfen, dein Bauchgefühl und deine innere Stimme besser wahrzunehmen. Und wenn du magst, kannst du auch Tagebuch führen über deine Gefühle, deine Empfindungen. Das macht es dir ein bisschen bewusster und kann deine Intuition noch mehr stärken. So, aber genug der weisen Worte. Mir ist es immer viel wichtiger, dass du das spürst, dass du dich mit dir verbindest, mit deinem Bauchgefühl verbindest. Und ja, wenn du soweit bist, dann mach dich bereit für die Hypnose. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Dann machst du jetzt mal ganz bequem. Du kannst dich hinsetzen oder hinlegen, ganz wie du möchtest. Und schließe deine Augen. Atme tief ein und aus. Und erlaub dir jetzt mal, dich von jedem Atemzug tiefer und tiefer in eine angenehme Entspannung tragen zu lassen. Ein und aus. Mit jedem Ausatmen lass dich tiefer sinken. Du nimmst dir jetzt einfach für ein paar Momente Zeit nur für dich. Und in dieser Zeit stell dir bitte einmal vor, dass du auf einer Wiese irgendwo mitten in der Natur bist. Eine Wiese voller Ruhe. Und du kannst es dir hier auf dieser Wiese gemütlich machen. Und auch hier deine Augen schließen und mal die warme Sonne auf deiner Haut spüren. Das Zwitschern der Vögel hören. Du fühlst dich sicher, geborgen und entspannt. Während du dich auf dieser Wiese entspannst, nimm mal deinen Körper wahr. Besonders deinen Bauchbereich. Und hier kannst du jetzt mal dein Bauchgefühl wahrnehmen, das sich dir als ein leuchtendes Licht in deinem Bauchbereich zeigt. Dieses Licht, das dir Kraft und Zuversicht schenkt, um für dich kluge Entscheidungen treffen zu können. Während du dich also auf dieser Wiese entspannst, nimm mal dieses Bauchgefühl wahr. Dieses Licht in deinem Bauchbereich. Vielleicht hat es eine bestimmte Farbe.
Und lass es jetzt mal immer heller und strahlender werden. Und spür mal, wie es sich in deinem ganzen Körper ausbreiten darf, einfach indem du es dir vorstellst. Es durchflutet deinen Körper mit angenehmer Wärme und Energie und bringt dich in einen Zustand tiefer, tiefer innerer Ruhe und Gelassenheit. Und auch wenn du noch nicht weißt, wie, spürst du, wie dieses Licht deine Intuition und dein inneres Wissen stärkt. Es gibt dir die Kraft und die Zuversicht, um für dich kluge Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht steht in deinem Leben gerade eine Entscheidung an. Dann lass diese Entscheidung jetzt mal vor deinem inneren Auge entstehen. Und spür, wie sich dein Bauchgefühl meldet. Achte mal auf das Gefühl in deinem Bauchbereich und auf das leuchtende Licht deines Bauchgefühls. Befrage nun dein Bauchgefühl, stell ihm eine Frage zu deiner Entscheidung und höre auf die Antwort, die sich in dir zeigt. Vertraue auf dein Bauchgefühl und dein inneres Wissen. Und ganz egal, welche Antwort kommt und wie die Antwort kommt, vertraue, dass es die richtige Antwort für dich ist. Und diese Antwort kann sich dir zeigen in Bildern, einem Wort, einem Satz. Und vielleicht spürst du, wie das leuchtende Licht in deinem Bauchbereich dich immer mehr mit deiner Intuition und deinem inneren Wissen verbindet. Spür, wie das Bauchgefühl dir eine Botschaft übermittelt. Es spricht zu dir. Vielleicht spürst du auch ein bestimmtes Gefühl, das dir sagt, was du tun sollst. Vielleicht fühlst du dich von einer bestimmten Option angezogen oder abgestoßen. Spür, wie deine Entscheidung immer klarer wird. Und wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, dann kannst du hier in diesem Moment nichts erzwingen. Bitte lass einfach alles sein, wie es ist. Du kannst diese Übung später noch einmal wiederholen. Es kann auch sein, dass sich eine Entscheidung über den Tag herüber einfach so einstellt. Ganz egal, wie sich dein Bauchgefühl dir zeigt, nimm es liebevoll an und höre auf seine Botschaft. Vertraue darauf, dass dein Bauchgefühl dir die Antworten gibt, die du brauchst. Und vielleicht wirst du im Laufe des Tages eine Eingebung haben, eine Idee, etwas sehen, etwas lesen, etwas spüren, das diese Entscheidung noch mehr stärkt, noch mehr bekräftigt. Achte auf all das, was du im Laufe des Tages oder auch der nächsten Tage wahrnimmst. Und so atme noch einmal ein, atme aus.
Wisse, dass du jederzeit auf dein Bauchgefühl vertrauen kannst. Und lerne es, jeden Tag mehr ein bisschen tiefer wahrzunehmen, um Entscheidungen für dich zu treffen. Und wenn du bereit bist, dann kehr jetzt langsam in den Raum zurück und öffne deine Augen. Tschüss, mach's gut. Deine Melanie.